Ihr Verband hat Programmbeschwerde eingereicht. Sie sagt, mit albernen Diskussionen über Ampelmännchen wurde das wichtige Thema Gender bewusst lächerlich gemacht. Das war völlig unangemessen. Wolfgang Kubicki, der stellvertretende FDP-Chef, entgegnet, lächerlich sind für mich die völlig überzogenen Reaktionen der Feministinnen, denn sie schaden der Gleichstellung von Mann und Frau mehr, als ihnen lieb ist. Anne Wizorek, die Autorin und Beraterin für digitale Medien, findet, die Kritik an der Sendung ist gerechtfertigt und musste mal so gesagt werden. Einzig die Löschung aus der Mediathek war keine gute Idee. Birgit Kelle, für die Publizistin steht fest. Ja, heute in dieser Runde. Ich möchte erstmal eine kleine Bemerkung machen. Es gibt keine harte, aber faire Sendung, die nicht kritisiert wird. Das gehört einfach zum Alltag einer politischen Talkshow. Aber die Kritik an der harten, aber faire Sendung, über die wir hier reden, die war wirklich beispiellos. Das hat uns beeindruckt, die Macher. Es hat aber auch den WDR beeindruckt. Und damit alle wissen, worum es eigentlich geht, was bisher geschah. Und das liegt schon mit der...